Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Vielleicht wird es ein Let's Play, aber erstmal die erste Folge ist eigentlich wie immer ein Let's Test. Und heute geht es um Cathedral. Das kommt jetzt im Oktober irgendwann raus. Ich weiß noch nicht für wie viel. Und es kommt erstmal nur für PC, Mac und Linux raus. Also für keine Konsole. Aber ja, fangen wir erstmal an. So, ich weiß noch ehrlich gesagt gar nichts über dieses Spiel, außer dass es aussieht wie Rogue Legacy. Aber ich vermute, es ist eher so ein bisschen mehr wie Agelos, beziehungsweise so Metroid oder Mega Man mäßig, also eher so ein Metroidvania-Ding. Und die Entwickler haben gesagt, es ist nonlinear, heißt es, man hat eine frei erkundbare Welt und vielleicht ist es auch mehr abenteuermäßig und keine Ahnung. Aber so vom ersten Stil sieht es auf jeden Fall aus wie Rogue Legacy, nicht wahr? Okay, wir können laufen, haben keine Musik, können schlagen, so richtig schnell können wir schlagen. Wir sind ein runtergefallener Ritter vom Himmel. Okay, ich kann hier nicht wirklich viel machen. Soll ich einfach runterspringen? Aber dann sterbe ich doch. Egal, wir sind eben schon mal runtergefallen. Da kann das ja nicht so schlimm sein, wenn wir noch ein bisschen weiter runterfallen. Wird wahrscheinlich nicht mal Falldamage geben. Hallo! Waren das Brüste? Habe ich da Brüste gesehen? Hat die Brüste? Keine Ahnung. Okay, das scheint ein Speicherpunkt zu sein. Und man hat erstmal so gar keine Story. Man wird in die Welt geworfen. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen Zelda-artig. Holy shit, hier sind überall diese Stacheln, ne? Link-artig, ja Zelda-artig. Denn der Link, der Gute, der wacht ja auch einfach immer nur auf irgendwo und dann wird er plötzlich zum Held, warum auch immer. So, wie eben schon gesagt, es ist eine frei begehbare Welt. Von daher müssen wir uns erstmal unsere Aufgabe, die wir in dieser Welt erfüllen sollen, erstmal klar werden, würde ich mal behaupten. Durch irgendwelche Rätsel. Also wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Sherlock Holmes. So ist die Sache. Okay, aber von der Steuerung bisher schon mal ganz geil. Fühlt sich auf jeden Fall flüssiger an als, ja, tatsächlich auch als Rogue Legacy, muss ich sagen. Oh, hier kann man doch bestimmt höher hüpfen, ja, Tatsache. Geil, ey. Ja, es fühlt sich flüssiger an. Ja, Aussehen ist es genauso. Es fühlt sich sogar besser an als Agelos, muss ich sagen. Und Agelos fand ich ja auch ganz geil. Also aus Agelos habe ich ja zumindest auch ein Let's Play gemacht, was ich dann im Nachhinein ein bisschen bereue, weil da echt so ein paar doofe Sachen bei waren, wo man das Spiel vielleicht lieber nicht hätte spielen sollen. Zumindest nicht bis zum Ende. Aber da war ich dann leider schon so weit im Spiel vorangeschritten. Das ist mir dann, oh fuck, auch egal, wa? Guck mal, das nervt ja jetzt auch schon wieder. Ach, man kann hier rauf. Okay, diese Plattform sah so aus, als wenn sie vielleicht kaputt gehen könnte oder so, aber nein, tut sie nicht. Ja, da es ein Metroidvania sein soll, mit ganz viel Loot anscheinend, gehe ich mal davon aus, wir kriegen auch noch mehr. Okay, ich probiere gerade mal alle möglichen Tasten aus. Au, oh nee, ich habe nur noch ein Leben. Shit. Aber dass wir alle möglichen Fähigkeiten noch irgendwie bekommen. Und ich bin sehr gespannt, was es so für Fähigkeiten gibt. Sowas mag ich eigentlich, so Metroidvania-mäßige Spiele. Vor allem, wenn die Fähigkeiten halt mega cool sind. Deswegen habe ich Agelos auch eigentlich so weit weitergespielt, weil mich die Fähigkeiten da so interessiert haben, was es da so gibt. Weil das nicht so 9 nach 15 Fähigkeiten waren. Und deswegen mag ich aber zum Beispiel auch Ori and the Blind Forest so gerne. Oh Gott, hier gibt es auch diese komischen Totenköpfe. Und alles, es ändert schon alles so ein bisschen an Rogue Legacy. Was ich übrigens auch mal wieder weiterspielen müsste. Aber da waren die Bosse so ultra schwer. Ich hoffe, hier sind die ein bisschen leichter. Kann man die denn auch töten, diese blauen Dinger? Komm mal her. Ja, geht auch. Okay, man kann die alles töten. Das ist doch schön. Ich hatte auch mal irgendein so ein anderes Spiel angetestet. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das hieß. Irgendwie so ein ganz komisches. Wo ich am Ende einen Burger bekommen habe und dann das Spiel sehr schnell fallen gelassen habe. Aber das war auch wirklich kein gutes Spiel. Und von diesem Spiel erwarte ich mir ein bisschen mehr. Übrigens, witziger Fun-Fact zu diesem Spiel. Die Entwickler... Ach, da kommen wir gar nicht rein, okay. Die Entwickler haben für dieses Spiel extra eine Engine entwickelt. Und das ist in Zeiten von Unity... Unity? Ja, Unity. Ich wollte gerade Unity Media sagen, aber das ist ja was ganz anderes. Oh, da kriegen wir unsere erste Rüstung. In Zeiten von Unity ist das nicht normal, dass Entwickler ihre eigene Engine entwickeln. Also quasi alles selber gemacht, vom Aussehen her. Okay, das macht vielleicht noch jedes Entwicklerstudio. Auch nicht jedes. Aber ja, Umgebung, Movement und sowas, also alles hier selbst programmiert, finde ich lobenswert, möchte ich sagen. Armor Augmentation, 1% Chance to avoid damage. Okay, wir haben also eine prozentige Chance, Damage zu avoiden, wenn wir getroffen werden. Geil! Und wenn wir noch mehr dieser Rüstungen finden, dann sind wir bald Jax und werden gar nicht mehr getroffen. Das war ein LOL-Einspielung, wie keiner verstehen wird, der kein LOL kennt. Woo! Sehr gut, Dizzy. Ah, fuck, aber ich mag das bisher sehr gerne. Ich hoffe, es gibt nicht einfach 100 von diesen Dodge-Dingern dann. Na, 100 wäre wahrscheinlich ein bisschen zu OP. Und man weiß halt auch nicht, ob es hier sehr viel Backtracking gibt. Das sind so meine Bedenken bei diesem Spiel.
weil es halt eine offene Welt ist und offene Welten mag ich an sich nicht so gerne. Ich mag es schon so ein bisschen linear, dass man zumindest irgendwie eine Story hat, ja, Dude, du bist jetzt hier der Held, du hast deine Rüstung und geh bitte da und da hin. Oder das und das ist der Bösewicht. Und ich sehe jetzt aber gerade, es gibt eine Map zumindest, das ist doch schon mal schön. Kann man die auch irgendwie anders aufrufen? Ja, Tatsache. Okay, wir haben hier eine riesige Map, wir können uns... Oh, wir können sogar Sachen markieren auf der Map, wo wir hinwollen. Ist das unser Startpunkt? Ist deswegen da... Nee, hier oben ist der Startpunkt. Warum ist da so ein Punkt? Ja, nee, da ist ein Punkt. Warum ist da ein Punkt? Layer? Ah, okay. Oh, es gibt verschiedene Layer. Also auch ein bisschen wie bei Zelda. Das kennt man ja aus den Dungeon. Man kann Mark setzen. Okay, das ist schon mal... Finde ich schon mal ganz angenehm. War ich hier oben aber nicht schon? Diese Arme war jetzt natürlich auch nicht wirklich eine Fähigkeit. Auch wenn die es so benannt haben. Das war ja doch eher eine... Ah, hier können wir noch weiter nach unten. Ah, das ist ein Speicherpunkt. Deswegen war das so komisch markiert auf der Map. Okay. Das war ja eher eine Attributsverbesserung. Jetzt möchte ich einmal gucken. Ja, man kann auch eine Rundenattacke machen. Eigentlich hasse ich Spiele, wo das geht, aber hier ist das bestimmt ganz toll. Oh, ein anderer Vergleich, den man vielleicht noch machen könnte. Shovel Knight, oder? Oder, Leute? Shovel Knight? Ich habe Shovel Knight nie gespielt. Würde ich gerne mal spielen. Müsste ich eigentlich mal spielen. Shovel Knight. Ich habe da so einige Spiele auf der Liste. So Shovel Knight möchte ich mal spielen. Oder... Okay, hier kommen wir anscheinend noch nicht durch. Alles klärchen. Shovel Knight oder wie hieß das andere? Hollow Knight. Alles mit Knight. Solche Spiele gefallen mir eigentlich richtig gut. Wie findet ihr das, Leute? Ich sehe übrigens auch gerade, wir haben ein... Also wir haben oben rechts Geld, um hier mal ein bisschen aufzudröseln, was wir zu sehen. Wir haben oben rechts Geld. Ganz schön viel inzwischen schon. Daneben hier über mir haben wir noch ein Lebensdings. Anscheinend geht das mit dem rechten Stick auf dem Controller. Okay, auch neu. Und oben links sehen wir die Leben. Was bist du? Ein Klotz. Anscheinend auch Mini-Rätsel in diesem Spiel. Geil. Ich vermute mal... Oh, dieser Block muss da unten rauf. Pow! Haha! Mit Rätsel! Alter, okay, dieses Spiel gefällt mir richtig gut. Wenn es Rätsel in einem Spiel gibt, auch wenn sie so simpel sind, das macht das Spiel so viel besser. Jetzt kriegen wir gleich unsere Verbesserung, dass wir hier durch können. Hundertprozentig. Bestimmt von der anderen Seite. Bestimmt dieses... Na, weiß ich nicht. Vielleicht dieses Teil da? Dieses runde Etwas, das da umherbuddelt? Aber vielleicht auch nicht. Oh nein, jetzt müssen wir noch einen riesen Umweg gehen. Hat uns das Spiel etwa geteasert? Ah, man kriegt ja aber doch ein bisschen Tutorial. A drücken und dann Angriff nach unten, um so eine nach unten Attacke zu machen. Das weiß ich doch schon, Spiel. Das weiß ich doch schon. Ich bin doch kein Vollhorst. Und man muss das hier sogar ein paar Mal einsetzen, damit man es auch wirklich drauf hat und das nicht einfach nur Zufall war, dass man das hinbekommen hat. Ja, aber schön alles looten hier. So, was? Ah, das sind solche Dinger da. Ah, okay, okay. Man kann sich da dann so nach oben katapultieren. Okay, hat auch was von Ori and the Blind Forest. Da gab es auch solche Teile. Oh, hier Nein, ich hätte das auf so ein Teil machen sollen, ne? Ich hätte bestimmt so einen Gegner benutzen sollen, dann so eine nach unten Attacke und dann wäre ich hier hochgekommen. Wollen wir wetten, Leute? Wollen wir wetten? Warte, ich probiere doch mal, ob man die irgendwie... Ob die jetzt nochmal da sind, wenn ich den Bildschirm verlasse. Nein! Oh, das geht locker nicht von oben. Das wäre richtig schade. Ja, ich hätte so einen Gegner benutzen müssen. Fuck. Okay, warte, wir gehen gleich nochmal zurück. Und zwar jetzt. Es ist vielleicht auch ein bisschen wie Mega Man aufgebaut. So ganz grob. Ich bin mal gespannt... wie der erste Boss ist. So. Haha! Ich bin der beste Abenteurer der Welt. Hat sich das gelohnt? Man weiß es nicht. Ich kann das Zeug mit dem Schwert aufsammeln. Wuhu! Aber doch, gefällt mir soweit ganz gut. Was machst du? Ach, das ist aber nur ein Türschalter. Okay, jetzt haben wir quasi einen Schnellpoint bekommen. Abkürzung nennt man sowas auch. Da ist unsere erste Fähigkeit. So sieht die also aus. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Hallöchen. Mir ist keine Ahnung, wie lang das Spiel geht. Es gibt auch keine Hinweise irgendwie, ob man einige Embleme braucht oder sowas, ne? Wir haben Menü, Map, wir haben Equipment. Wenn das wie bei Agilas aufgebaut ist, nee, wahrscheinlich nicht. Es gibt zwar mehr dieser Rüstungen, aber die machen immer nur Defense plus 1 oder Titato. Gibt noch ein paar Items. Was haben wir noch? Oh, man hat aktive Quests tatsächlich. A giant cathedral filled with monsters? What is in this place? Find a way out. Okay, wir sollen erstmal nur aus dem Schloss raus. Okay, es gibt also auch Quests. So, da gibt es hier ganz viele Armor-Augmentions. Die einem mehr Leben geben, mehr Dodge-Dingens, mehr Freeze-Resistance und Seconds of Bottle Cooler, was auch immer das heißen soll. Loot-Magnet, bla bla bla. Und das gibt es wahrscheinlich noch für mehr, oder? Ich kann mir vorstellen, dass auch das Schwert noch verbessert wird und so. Es gibt anscheinend auch noch Magie, Movement-Sachen, Combat-Sachen. Okay, also scheint doch größer zu sein als zunächst angenommen. Dafür, dass das ein kleines Entwicklerstudio ist, finde ich das echt krass. Da bin ich mal echt gespannt, für wie viel die das verkaufen. Also wenn das jetzt wirklich so ist, wie ich das gerade in meinem Kopf habe... Ich komme da nicht hoch, Leute. Ich bin zu doof dafür. Hilfe! Mann, diese Blöde! What the fuck?
Dizzy versagt an einer Leiter. 3, 2, 1, go! Danke! Oh mein Gott. Ja, aber wenn das wirklich so groß ist, wie ich denke... Oh, er ist aufgewacht. Oh no! Alter, bist du ein Krasser oder was? Nee, okay, doch nicht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das locker 20 Euro kostet. Da es wieder Indie ist, könnte es auch sein, dass es so 15 kostet. Das ist ja irgendwie normaler Preis bei den Indie-Spielen, finde ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen wie Shovel Knight werden könnte. Die konnte man kaputt machen, oder? Ja. Sowas muss man doch auch erstmal sehen, dass das überhaupt solche Steine sind, die man kaputt machen kann. So, Leute, was denkt ihr? Müssen wir einen Boss besiegen? Um... Erstmal hier wieder aufmachen. Um den Schlüssel zu bekommen? Oder wird er einfach in dieser Kiste da drinne sein? Fragen über Fragen. Na, shit. Moment, ich bin gleich wieder da, Monster. Aber ich brauche diese Kiste. Mit Geld drin. Also man kriegt auf jeden Fall sehr viel Geld in diesem Spiel. Mal gucken, wann später ein Shop kommt und wie viel Geld das jetzt wirklich ist, was wir überhaupt hier haben. Oh, bist du ein Boss? Oh mein Gott, ein Hammerbruder. Der immer nur gleich... Nee, der wirft immer dahin, wo wir stehen. Yo, hatte der viele Leben. Was war das? Was war das Grüne? Magie? Auf jeden Fall kriegen wir den Schlüssel. Cathedral Gate Key. Nice. Der geshaped ist wie ein Auge. Aber sollte das jetzt ein Boss sein? Das war halt so ein Mini-Boss halt, ne? Kein richtiger Boss, sonst wäre der, glaube ich, auch krasser inszeniert gewesen. Auch bei so einem Spiel. Vermute ich mal. Deswegen, ich bin immer noch gespannt, wie der erste Boss aussieht. Der hat ja auch quasi nur den Schlüssel für, naja, für die Augment-Dings da. Nicht für den Boss. Bei Legend of Zelda wäre so ein Schlüssel, der aussieht wie ein Auge, immer der Boss-Schlüssel. Immer. Alrighty. There we are again. I have a key. I have a key. So, dann geht mal her. Piece of a map. Schaltet einen Teil der Region frei, in der du dich gerade findest. Hier, gucke dein Ding. Okay, wir... Ach du Scheiße, okay, dieser... Das Schloss scheint noch ein bisschen größer zu sein. Tja, jetzt habe ich wieder Bedenken, Leute. Meint ihr, das ganze Spiel spielt in diesem Schloss? Oder meint ihr, das ist wirklich nur die erste Ebene? Das ist auch wieder so eine Frage. Oh, wir können auf jeden Fall da reingehen. Hallo, irgendwie ein Magier? Ich will da noch nicht rein, ehrlich gesagt. Ah, das meint ihr dann aber mit den Layern. Also wir sind jetzt hier und diese dunklen Layer, die hier hinter sind, das ist wahrscheinlich, wenn wir durch die Tür gehen. Ja. Okay. Dann schauen wir mal ein weiter rechts. Das müsste hier die letzte Ebene sein. Oder der letzte Raum in dieser Ebene. In diesem Layer, wie das Spiel sagen würde. Und damit meine ich nicht Prinzessin Leia aus Star Wars. Guck mal, das war einfach nur ein kleines Rätsel, damit man hier gut vorbereitet ist. Und ein bisschen Gold bekommt. Nice. Von der Musik her finde ich das auch ganz geil. Also bisher nervt sie mich zumindest nicht. Bin ich auch gespannt, ob es später noch andere Musikstücke gibt und sowas. Ich weiß halt wirklich gar nichts. Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr ist, außer dieses Schloss hier. Aber ich glaube, es ist tatsächlich noch in der Beta. Obwohl, vielleicht Open Beta. Denn es kommt tatsächlich jetzt irgendwann im Oktober raus, wie gesagt. Aber keine Ahnung wann und keine Ahnung für wie viel. Eine neue Fähigkeit. Und wieder, was ist dieses Grüne? 100. Ach, das ist einfach nur ein... Ach, lol. Okay, das ist einfach nur 100 Gold wert, diese Grün. Das soll quasi ein Smaragd sein oder so. Smaragd war grün, ne? Rubin, ja, Rubine sind rot, Smaragde sind, glaube ich, grün. Nach unten, Attack! Nein, ich hätte hochgekonnt! Moment, das machen wir nochmal. Da oben ist doch bestimmt irgendwas ganz Tolles. Ich hätte nicht gedacht, nee, okay, das ist gar nichts. Ich hätte nicht gedacht, dass man so richtig weit nach oben sich duddelt. Aber ich muss sagen, in diesem Spiel funktioniert diese nach unten Attacke auch recht gut. Wenn nicht irgendwie so eine Prüfung des Spechts kommt... Wofür ist dieser Raum hier, hä? Dann... Aber ja, kein Grund auszurasten. So wie bei Agelos, Leute. Guckt euch Agelos Prüfung des Spechts an. Das war so eine Scheiße. Wehe, sowas gibt's hier auch. Wehe, die haben sich was abgeguckt davon. Nach unten Attack! Oh, geil, ey. So nutzt man die nach unten Attack. Aber nein! Aber gerne. Komme ich da trotzdem noch an? Ja. Oh, ich dachte schon, ich brauche wieder den Gegner da. Alter, ganz viel Reichtum. Also man wird hier auf jeden Fall belohnt, wenn man... Au. Wenn man erkundet. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, dieser Raum hier war tatsächlich... mehr oder weniger eine Sidequest, ja. Wo man einfach nur ein bisschen Stuff bekommt. So, das ist auch ganz, ganz geil. Das ist halt dieses Non-Lineare in diesem Spiel. Und eigentlich wäre jetzt schon ein Let's Test vorbei. So nach 15 Minuten. Aber ich find's gerade geil und ich möchte sehen, ob wir vielleicht noch zum ersten Boss kommen. Sollte ja eventuell nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Oder bis wir unsere erste richtige Fähigkeit bekommen. Haben wir überhaupt... Nee, wir haben noch gar nichts bekommen. Wir haben nur eine Map bekommen. Ja, und so eine Rüstung, die uns 1% mehr Dodge-Chance gibt. Also mit jedem hundertsten Hit, den wir bekommen, werden wir nicht gehittet. Ganz toll. Also nicht so ganz geil. So. Oh, und die Herzen, die heilen anscheinend auch nicht immer ein Herz, sondern immer nur ein halbes Herz. So, Hallöchen. Gibt's hier noch irgendwas? Wofür sind die Dinger? Kann man die kaputt machen? Sieht nicht so aus. Ich glaube, dann können wir hier erstmal noch nichts machen. Nö.
kriegen wir bestimmt später noch eine Fähigkeit, dass wir diese goldenen Blöcke da noch irgendwie kaputt machen können. Hoch oder runter. Gewinner, geh nach oben. Wieso gehe ich da nach unten? Weil ich kein Gewinner bin. Au, oh, da habe ich erwischt. Zack, 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 zack. Mann, shit, ich sterb gleich. Ah, diese Klonenköpfe sind ja richtig assig. Ich glaube, es gibt Ghouls and Goals, ist glaube ich auch so ähnlich, oder? Schnell den Speicherpunkt mitnehmen. Aber die hat tatsächlich Brüste. Also entweder sind Brüste oder sind ihre Hände, aber es sieht für mich aus wie Brüste. Da oben ist ein Meme, wie es aussieht. Ja, guck mal, der guckt da sogar raus. Guck mal, wie süß er ist. Hallo, ich habe etwas für dich. Nee, der hat uns einfach die Kiste geklaut. Was war ihm kaputt? Klaut uns einfach mal unsere Kiste. What? Ich fliehe da raus, stirb. Oh, da ist der Rubin. Rubin ist sogar 500 wert. Kann man den auch nutzen? Ah ja. Fuck. 10% verliert man dadurch. Holy moly. Wow. Okay, Wiederbelebungsanimation auch recht schön. Der Typ hat uns unsere Kiste geklaut. Hätte man da einfach ganz schnell hingemusst? War das irgendwie so eine Zeitquest oder was? Oder sollte uns das nur zeigen, was hier so möglich ist? I don't know. Okay, es gibt einen Schalter für diese Dinger. Ah. Okay, das sieht hier aber immer mehr aus wie Boss. Hier sind auf jeden Fall Umhänge. Das hatte ich, glaube ich, davor noch nicht. Wartet hier irgendwo ein Boss? Ich kann mir vorstellen, dass vor dem Boss nochmal ein Speicherpunkt ist. Wenn das Spiel zumindest nett ist, dass man nicht immer den Weg neu gehen muss. Den kennen wir doch. Der ist aus Walk Legacy. Oh, soll ich dir folgen, kleiner Geist? Ich glaube, ich soll dir Geist folgen. Okay, ich folge dir. Kein Ding. Hallo Geist, kannst du irgendwas für mich machen? Soll ich schnell genug sein? Was bist du? Ein Schild. Ein Rubinschild. Der blockt Projektile. Manchmal zumindest. Ja, finde ich gut, dass wir den noch sehen. Los, block die Projektile. Hast du ja gar nicht. Muss man den aktivieren irgendwie? Weiß man nicht. Müssen wir schneller als der Geist sein? Wieso war der Geist da? Wofür ist der Geist? Ich bin so verwirrt. Oh, jetzt habe ich mich leider geheilt. Verdammt. Okay, es ist wirklich der... Ah! Es ist wirklich der rechte Stick, der uns heilt. Strange... Nein, strange Belegung, aber ist okay. Oh Mann, du... Aber was hat denn jetzt der Geist da auf sich gehabt? Das verstehe ich nicht. Aber hier gibt es so viele Speicherpunkte. Kann sein, dass die Leute ein bisschen zu nett waren. Da ist der Geist. Du Bastard. Okay, ich glaube, wenn ich schneller gewesen wäre jetzt eher, dann hätte ich jetzt durchgekonnt und hätte irgendwas Tolles bekommen. Das ist quasi auch wieder so eine Sidequest. So ein Bastard, lol. Ja, okay, finde ich nice. Also auch Zeitrennen gibt es in diesem Spiel. So viel Stuff, was man hier gleich von Anfang an sieht. Also die Entwickler wissen, wie... Oh, Lags. Wissen, wie man das hier gut macht. Außer mit den Lags. Da komme ich leider nicht hoch. Und anscheinend sind wir aber auch nicht der einzige Ritter, der hier mal war. Da liegt zum Beispiel einer. Und die sind auch überall Totenköpfe. Sind zwar ein bisschen größer als wir. Vielleicht sind wir einfach ein Gnom oder sowas. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das andere Abenteurer hier waren. Also entweder selber die Abenteurer. Jetzt kommt hier Boss. Leute, Boss-Action. Oder aber... Monster, die Leute vernichtet haben. Ich habe Angst. Ah! Okay, doch kein Boss, aber wieder Zeitrennen. Lauf, mein Kleiner. Lauf. Kann man da draufstehen? Ja, sehr schön. Lauf, 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 lauf. Da sind Leben. Will ich die Leben? Nö. Warum sollte ich mir die Leben holen? Nee, ich mach das hier safe. Ich mach das safe und lauf einfach runter. So, jump, jump, jump. Nochmal. Jetzt ohne Witz, achtet mal auf diese Figuren. Das sieht wirklich aus wie Brüste. Ich denke, jedes Mal sind Brüste. So, guckt euch diese Figur an. Sind das Hände? Ja, okay, doch, können auch Hände sein. Aber diese Daumen von diesen Statuen könnten auch locker Zitzen sein. Meine Fresse, okay. Richtig viele Speicherpunkte hier, da waren die Leute auf jeden Fall nett. Hier kann man sich nochmal voll heilen. Nom, 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 oh ja, ich nuckel an deiner Brust, um volle Leben zu haben. Ah, hier mit B können wir unseren Schild machen. Pow, pow, pow. Sehe ich gerade. Ist oben in der Leiste. Okay, erster Boss. Mal gucken. Zumindest muss man hier nicht bis zum Boss wieder laufen, so wie bei Agelos das der Fall war. Oh nein, sind das gleich drei Gargoyles oder was? Oh ja, scheinbar sind es drei Gargoyles. Oder vielleicht auch nur der eine. Kann man den jetzt schon treffen? Ich habe ein Schild und werde ihn benutzen. Hallo, ich wollte dich nicht wecken. Das wirkt auf jeden Fall ein bisschen wie... Hilfe. Wie Ghosts and Goblins oder wie das heißt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ghouls and Goals? Irgendwie so. Aua! Mann, du Blödkopf! Oder, oh, aber wir haben richtig viel Damage gemacht. Holy moly. Oder halt wirklich wie Mega Man. Ja, egal. Come on. Ich habe keine Leben mehr. Ich heile mich. Ich heile mich. Ich will mich heilen. Ach, ich muss den Knopf reindrücken, damit ich mich heile. Ja, lell. Alles klar. Stirb. Ich habe einen Schild. Aua. Oh, nö. Wenn er mich noch einmal trifft, bin ich tot. So, jetzt komm her. Okay. First try. First try. First try. Und okay, brutal.
Er wird gleich zu so einem Skelett und fällt einfach in alle Teile hier runter. Kriegen wir jetzt eine Fähigkeit? Oh, ein Herzteil! Aus welchem Spiel sie das wohl haben? Hardcontainer, du hast ein extra Herz bekommen. Ja, jetzt hast du 4 Leben. Ich bin froh, dass die anderen Gargoyles hier nicht auch noch zu Leben erweckt worden sind. Wäre das ein Dark Souls, dann wären die anderen Gargoyles ja auch noch. Da ist unsere erste Fähigkeit. Sieht aus, als wenn wir Spider-Man werden, ohne Spider-Man zu werden. Also wir schießen Sachen aus unserem Handgelenk. Magnus Apparatus. Schöner Name. Apparatus. Eine alte Schusswaffe, um die Dämonen zu besiegen. Benutze deine Pfeile weise. Cool. Oh, man kann anscheinend... Okay, man muss die Items switchen. Wie es aussieht. Wie geht das denn jetzt? Haben wir jetzt... Was haben wir jetzt? New Quest. Okay. Was haben diese Geister da gerade bedeutet? Wollten die uns verfluchen? Ist jetzt ein Fluch auf uns, weil wir das Ding mitgenommen haben? Weil wir die Fähigkeit mitgenommen haben? Sehen wir... Okay, ich glaube, dieser Ort ist, glaube ich, verflucht. Sehen wir, wie viele... Hier kann man auf jeden Fall Geld farmen, Leute. Sehen wir, wie viele Pfeile wir haben? Und wieso ist hier so ein riesiger Fernseher im Hintergrund? Man weiß es nicht. Okay. Ich... vermute da, ja, man kann auf diese Dinger durchschießen und wir sind jetzt auf jeden Fall verflucht, glaube ich, weil diese Dinger hier überall sind. Okay, ich bin sehr verwirrt, da sind noch mehr Pfeile, nehmen wir die mal mit. Ich weiß nicht, wo wir Pfeile sehen, aber wir können die Pfeile abschießen, irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Der hat doch gesagt Y, oder nicht? Aber funktioniert nicht, Leute. Ah, wir müssen es ausrüsten! Okay, es ist noch mehr Zelda-like, als ich vermutet habe. Man muss tatsächlich ins Menü gehen. Und es ausrüsten. Und es gibt dann anscheinend 2, 4, 5 Items, die man alle miteinander kombinieren muss. Und gucken muss, welches Item dann jetzt richtig ist und welches nicht. Wir haben allerdings nur 4 Pfeile, Leute. Oh my. Also man muss auch auf die Pfeile achten, man hat nicht unendlich Pfeile. Finde ich ultra krass. Mega gut. Hier muss man wieder so... Wie gut das alles ist! Habt ihr gesehen, Leute? Man muss hier den ersten so nach oben machen. Pow! Und dann den zweiten treffen, sonst kommt man da nicht hoch. Also ist schon... Ja, heftig, Leute. Einfach nur heftig. Ich bin richtig angetan von dem Spiel. Wie seht ihr das, Leute? Ich würde dann sagen, das war der erste Boss. Au, deswegen würde ich sagen, wer ist es dann mit dieser Folge? Oh, lol, ich verstehe, was wir machen müssen. Oder? Wenn wir den jetzt da abschießen... Ah ja, dann... Die wechseln sich immer ab, ja. Okay, verstehe dich. Geil, ey. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich finde Musik geil. Ich finde von der Steuerung geil. Von den Ideen bisher finde ich das auch mega geil. Ach du Kacke. Mega gut. Ich kann mir vorstellen, dass Shovel Knight mir auch richtig gut gefallen wird, wenn mir das hier gefällt. Holy moly. Ja, dann sagt mal, ob ihr mehr von dem Spiel sehen wollt. Dann würde ich dann Let's Play draus machen. Ich hätte auf jeden Fall mega Bock. Stirb. Oh, ach, ich hätte springen müssen. Oh Gott. Könnte auf jeden Fall ein schönes Let's Play werden und ist vielleicht ein schönes... Ja, ist vielleicht jetzt nicht so ganz geil, zusammen mit Oceanhorn. Oh, da habe ich übrigens auch noch eine schlechte Neuigkeit, Leute. Also dann habe ich auf jeden Fall zwei Adventures gerade auf dem Kanal. Das wäre vielleicht nicht so gut. Aber ja, dann sagt mal, wie euch das gefallen hat. Wenn euch das gefallen hat, lasst erstmal ein Like da. Und ich würde, wie gesagt, sehr gerne ein Let's Play dazu machen, weil es doch sehr viel Potenzial hat, so wie ich das sehe. Gut, dann lasst ein Like da, wenn ihr keine Folgen mehr verpasst, dann doch ein Abo. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet und ob ihr ein ganzes Let's Play dazu sehen wollt. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.